In diesem Video geht es darum, die auf der Induktivität gespeicherte Energie zu beziffern und auszurechnen. Wir haben, ich gebe es nochmal an, hier noch einen Strom IL, der durch die Spule durchfließt. Den können wir natürlich aus der Ladekurve herausnehmen. Ich umgehe die Geschichte jetzt aber hier an der Stelle einfach einmal und sage, okay, was wir haben ist, UL ist gleich L mal DI L nach dt und wir haben die Energie. Die Energie ist natürlich W gleich das Integral P dt und P können wir natürlich sofort ersetzen als Spannung mal Strom, also Integral, ich führe mal Grenzen ein von 0 bis zu irgendeinem Zeitpunkt, an dem wir laden hier. Und habe dann hier mein IL mal L mal DIL nach DT. DT, was ja genau die Geschichte hier ist. Okay, ich kann wieder substituieren. Und mache das in diesem Fall auch mal komplett und etwas vorsichtiger. Das heißt also, ich substituiere die Grenze hier von 0, ungeladen gestartet. Bis zu einem IL von T, das ich irgendwo herbekommen habe. So, und dann kann ich die einzelnen DTs hier wegkürzen und habe hier L mal IL mal DIL stehen, was ich sofort integrieren kann, gleich 1/2 L mal IL Quadrat. Meinetwegen noch, ich mache das noch etwas schöner, meinetwegen noch von T. So, das ist das, was auf der Spule drauf ist. Okay. So, wenn wir jetzt noch wissen wollen, was denn eigentlich aus der Quelle rausgekommen ist, dann müssen wir sicherlich noch über das UL gehen. Naja, wir können aber auch sagen, ja, Energie aus der Quelle. Sicherlich WQ gleich das Integral von 0 bis T. Dann haben wir den festen Quellenstrom, der sich nicht beändert, mal UL von T, dt, was auch immer, ist gleich, wir setzen wieder ein, hier können noch nach vorne schreiben, ja, lassen wir es mal noch stehen, von 0 bis T, IQ mal L mal DIL nach dt, dt, übliche Substitution und Kürzung, also IQ mal L mal Integral von 0 bis zu dem Punkt, an dem wir geladen haben, IL von T also, DIL macht dann also nichts weiter als IQ mal IL von T mal L. Und wenn ich das Ganze unendlich lange betreibe, dann haben wir hier natürlich stehen IQ Quadrat mal L, was wir hier eben auch hatten, wenn ich das Ganze hier mit T gegen unendlich betreibe, kommt auch hier raus 1/2 L IQ Quadrat. In diesem Fall hier also doppelt so viel wie gespeichert wurde. Heißt also bei T gleich unendlich natürlich nur. Heißt also, dass wir die Verluste WR auch haben, gleich 1/2 L IQ Quadrat bei T gegen unendlich. Okay, damit ist das eigentlich alles genauso, wie es auch beim Kondensator war. Komplett dual zur Energiebetrachtung. Am C, die
Speisung aus Spannungsquelle bringt uns auf das gleiche Problem wie beim Kondensator. Und das ist für den Leser gedacht. Ich danke für die Aufmerksamkeit.